Ja, hallo liebe Camping- und Wohnmobilfreunde, hier ist der Frank von Up & Down Vanlife. Caravan Salon Düsseldorf 2023, Freitag, 25.8. Ich sitze jetzt hier in einem Francia i680 Plus mit Hecksitzgruppe. Hecksitzgruppen sind jetzt auch unser Thema geworden, finden wir mega. Hubbett über dem, in dem Fall jetzt hat er das Hubbett über die Fahrersitze. So dass, wenn der eine länger aufbleiben will, der andere schon im Bett gehen kann, finden wir besser, als wenn der Hubbett direkt über die Dinette dann runterkommt. Jetzt zeige ich euch erst die Bilder von außen von dem Fahrzeug und dann legen wir hier drin los. Bis gleich. Ja, werfen wir erstmal einen Blick in die Heckgarage. Jetzt haben wir die Klappe hinten, da Hecksitzgruppe. Haben wir übrigens auch wieder Fenster. Ja, da haben wir hier Heckgarage. Hinten ist hier die ganze Elektrik hinter diesen Lochgittern. Da ist nochmal eine große Tür. Die lässt sich auch öffnen mit der Kurbel für die Markise. Ja, also hier kriegst du schon ordentlich was rein, obwohl der eine Hecksitzgruppe hat. Da ist die seitliche Tür, Kofferraumtür. Markise hat da auch dran. Aufbautür mit Fenster ist klar. Der Wagen ist 7,8 Meter lang, 3,10 Meter hoch und 2,30 Meter breit. So viel zu den Maßen schon mal. So, und jetzt gehen wir rein. Da, das Highlight. Die Hecksitzgruppe, da habe ich ja gerade gesessen bei meinem Einspieler für dieses Video. Fangen wir da hinten auch mal an. Wieder hier gedacht, jede Menge Schränke drumherum. Zwei große Hekis, Kurbelhekis. Warum das jetzt zwei sind, direkt hintereinander. Da hinten haben wir schöne Glasvitrine. Da auch. Ja, Schränke. Fernseher haben wir hier. Ja, Backofen, Kompressor, Kühlschrank, sehe ich hier gerade. Ja, mit dem Kompressor, Kühlschrank, da komme ich immer noch nicht, Entschuldigung, Absorberkühlschrank, so, Absorberkühlschrank, da komme ich immer noch nicht drauf klar, warum die da keine Kompressorkühlschränke einbauen, weiß ich nicht. Hat da auf jeden Fall Absorberkühlschrank. Machen wir weiter hier. Spüle mit zweifacher Abdeckung, groß genug auf jeden Fall. Reicht vollkommen aus. Dann zwei Flammen Gasherd. Ja. Mit Spritzschutz an der Seite. Draußen ist gerade irgendwie eine Pressekonferenz. Die sind da schon wieder am Rumschreien. Wo bleiben wir denn mal? Kühlschrank. Den hatte ich auch schon aufgemacht. Ne? Ja, den Dometic. Absorber, der dürfte ein bisschen mehr als 90 Liter haben. Wie viel er jetzt genau hat, überlasse ich euch. Hier geht die Tür auf? Gar nicht, oder? Also hier drücken. Kleiderschrank. Dann haben wir hier eine riesen Toilette. Tedford, großes Waschbecken. Heizkörper, dann drüben die Dusche, hoffe man sieht das jetzt hier, riesengroß, auch für große Leute, zwei Abflüsse hier, ja dann müssen wir gucken hier, die Schiebetür zum Fahrgastraum kann man zumachen und
Hier ist keine Tür mehr. Ich wollte gerade sagen, hier ist ein... Ah, nee, doch, warte mal. Ja. Und da haben wir nochmal die Tür. Da kann man Toilette und Bad verbinden und ihr habt zwei Türen. Also wenn einer im Badezimmer ist, der hat dann Dusche, Toilette, alles für sich. Gleichzeitig auch ein bisschen Geräuschedämmung, wenn einer schon im Bett ist, der andere will da draußen auch sitzen. Das finden wir auch mega. So doppelte Türen. Machen wir die Toilette mal wieder zu, die Schiebetür wieder auf. Ja, und dann sitzt er im Fahrgastraum. Fiat-Ducato-Basis. Wandler-Automatikgetriebe. Radio-Navi ist auch verbaut. Fiat-Ducato 8 ist klar. Ja gut, voll integriert, da sieht man natürlich jetzt hier klar. Die ist natürlich, sieht natürlich echt mächtig aus. Tür nur auf der Fahrerseite ist eigentlich auch klar, ne? Beifahrerseite nicht, der hat da Ablagefläche, Heizung, Kaffee, Becherhalter, wie auch immer. Hier habt ihr nochmal ein Schränkchen, was haben wir da drin? Ablageschrank. Also wie gesagt, das sind nur Kurzvorstellungen hier auf der Messe. Wir haben auch nicht die Zeit, jetzt hier komplett auf alles einzugehen. Nur mal zeigen. Modell habe ich euch eingeblendet. Alles andere dann bitte auch selber mal googeln. Und dann haben wir hier natürlich nochmal das Bett. Hubbett. Wobei ich jetzt nicht weiß. Mal gucken. Ah, hier. Ah, seht ihr? Hier, wo mein Finger ist, der Schalter. Fahren wir das Bett mal runter. Müssen wir aufpassen, weil wir nichts kaputt machen. Wir wollen ja alles heil lassen. So. Jetzt gucke ich mal, da müsste, ja, jetzt liegt da auf dem Sitz da auf. Da müsste man die Sitze natürlich ein bisschen wegklappen, dann geht das Bett noch weiter runter. Ja, und so sieht es dann aus im Schlafgemach. Denke mal, da wird eine Leiter dabei sein noch, um da reinzukommen dann. Aber finde ich jetzt vollkommen ausreichend. Ich hätte jetzt also persönlich überhaupt gar kein Problem mit. Ne? Also dieses Raumkonzept finden Barbara und ich ja mega. Davon ab jetzt mal. Ja, habt ihr mit dem Bett auch gesehen. Fahren wir das mal wieder hoch. Muss alles seine Ordnung haben. Ja, dann modernes Bedienpanel hier. Hier separat für die Sattanlage wahrscheinlich, so wie die Sattschüssel, wie das hier aussieht. Normale Bedienpanel. Alte Heizung hat er. Alte Heizung, ne? Habt ihr gerade den Heizkörper schon gesehen in der Toilette? Ja, ich würde sagen, ich bin echt schwer begeistert. Jetzt habe ich allerdings noch nicht den Preis gesehen. Ich habe euch das Ding ja, müsst ihr mal den draußen der Kasten, der durchgelaufen ist, immer auf Stopp machen. Könnt ihr euch da mal angucken, was der Wagen jetzt hier kostet. Beziehungsweise ich habe da gerade ein Foto gemacht. Da gucken wir noch mal eben drauf. Da alles durcheinander, wenn es schnell gehen soll. Was haben wir denn da? Ah ne, da war gar nicht der Preis. Da waren nur die ganzen die Preise für die ganze Ausstattung und was man da zusätzlich noch machen kann. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Aber hier haben wir doch keine Schilder dran. Doch, da war jemand, stand gerade jemand mit 155.000 Euro. Müsste mal durch. Aktuell ist mal 155.000. Ich dachte, die blenden hier, ihr seht ja, die blenden das hier so schnell, da war das gerade. So schnell einer, so schnell kannst du gar nicht gucken. Müsst ihr mal auf Stopp machen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren für die Kurzvorstellung von dem Francia i680 Plus. Ich bin für dieses Video raus. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.